Moin Moin und damit willkommen zu einer Ankündigung. Und zwar soll es heute darum gehen, dass in etwa 2,5 Wochen, das kommt natürlich immer darauf an, wann ihr dieses Video seht, eine Lesung, eine Online-Lesung auf der Drachenzwinge stattfindet. Und zwar nicht mit irgendwem, nicht mit mir, sondern mit den Vögten. Ja, wer sind die Vögte? Das ist ein Ehepaar, zwei Schriftsteller, die könnt ihr dann hier eben auch erkennen. Und die werden für uns aus ihren neuen Werken lesen. Wir haben da unter anderem dann eine neue Publikation, die 13 Gezeichneten und auch Roma Nova. Das Buch selber ist noch gar nicht da, das kommt erst Ende Juli, ist also zum Zeitpunkt der Lesung, gibt es das noch gar nicht. Und ja, da werden dann Fakten zu diesen Büchern beantwortet, es wird ein bisschen gelesen, es können Fragen gestellt werden und ihr könnt mit dabei sein. Ja, wann? Ihr könnt es dann hier erkennen, 6.7., also der Freitag, 19 Uhr geht's los. Ich werde auch mit dabei sein. Das heißt, wenn ihr auch irgendwie ein paar Fragen zu mir habt oder so, könnt ihr euch natürlich auch mit mir unterhalten. Aber erst einmal soll es um die beiden Vögte gehen. Und wer noch ein paar mehr Infos dazu haben will, weil jetzt die Bücher dem nichts sagen oder derjenigen nichts sagen, dem werde ich eben noch ein bisschen mehr Input geben. Also die 13 Gezeichneten ist ein Fate-Rollenspiel oder ein Roman aus der Scherbenland, aus dem Scherbenland-Universum. Und ja, Roma Nova, wie gesagt, da ist noch nicht so wirklich viel zu bekannt. Es ja, geht um ein Rom-Setting und wie das Römische Reich heute aussehen könnte, wenn wir uns einfach mal vorstellen, dass wir das mit Science-Fiction mischen. Sicherlich relativ interessant, vor allem weil ich auch ein großer Rom-Fan bin. Ja, Judith Vogt, das ist die eine von den beiden, die hat auch schon eine ganze Menge Sachen für DSA geschrieben. Da werdet ihr sicherlich auch mal ihr über den Weg gelaufen sein. Und auch Christian Vogt hat auch für DSA schon eine ganze Menge gemacht, aber eben auch nicht nur für DSA. Also hier vor allem fallen mir dann die dunklen Zeiten ins Auge. Ingrim Vademecum ist damit dabei. Ja, es gibt noch natürlich noch eine Menge andere Sachen hier. Rollenspiel, das sind dann die Sachen, wo sie mitgeschrieben haben, ja, dann eben nochmal mit Bild, auch hier Friedlos. Oder wir haben hier Space 1889, auch das wäre mit dabei, Klingentänzer, Scherbenland, das ist das, was sich eben, also wo dann dieser Roman drin spielt. Ja, aber die haben eben auch viele Romane geschrieben. Dann hier unten haben wir auch Splittermond mit dabei, im Feuer der Esse, hier ist Wochenwehr, Dunkle Zeiten, hier ist Dunkle Zeiten. Da ist echt richtig viel mit dabei. Die gehen schon eine ganze Zeit durch die Decke, muss ich sagen. Ich mag die beiden richtig gerne. Ich habe auch schon mit denen geschrieben. Und ja, wer noch mehr Infos haben möchte, der kann sich das Ganze auch nochmal auf der Homepage von denen ansehen, einfach unten in die Beschreibung reinschauen. Und ich würde mich zumindest sehr freuen, wenn ihr zahlreich auf dem Teamspeak dann der Drachenzwinge erscheint. Ich werde das Ganze nochmal mit den Infos in die Box unten packen. Und wenn das klappen sollte, dann können wir uns auch vorstellen, dass da noch mehr Autoren kommen, die dann euch Rede und Antwort stehen, die dann aus ihren Büchern lesen. Ja, die sich dann auch mit euch unterhalten. Ich würde mich zumindest freuen, wenn das klappt und wenn da viele von euch kommen. Ja, damit ist diese Ankündigung auch schon wieder vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ciao.